Den Anfang macht heute Abend ein Fight im Leichtgewicht zwischen Conor Notorious McGregor und Nate Diaz. Nate Diaz hat einen schwarzen Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu und wir kennen ihn natürlich aus TUF 5. Da konnte er sich den Sieg sichern. Ja, hat zwar auch schon so einige K.O.s gelandet, aber wenn wir uns seine Kampfbilanz ansehen, dann ist er natürlich ein absoluter Spezialist in Sachen Submissions. Damit gewinnt er die Mehrzahl seiner Fights. Was beeindruckt dich an Nate Diaz, das ist ja der Bruder von Nick Diaz, am meisten? Seine Chokes, insbesondere sein Guillotine-Choke. Damit kann er jeden Kampf sichern. Tja, mit Sicherheit einer der spektakulärsten, der aufregendsten Fighter der UFC, der Conor McGregor. Und einer der besten ist der Mann aus Dublin, ja ohnehin. Ja, bei ihm müssen wir natürlich vor allem auf diesen unglaublichen Fight gegen Chad Mendes in Las Vegas erwähnen, mit dem er sich den Titel holen konnte. Einer der besten Fights, die ich je gesehen habe. Ja, an dem beißen sich viele die Zähne aus. Dank seiner fantastischen Takedown-Defense kann der einen Kampf auch schon mal eine Zeit lang auf dem Rücken verbringen. Der geht trotzdem nicht unter. Conor McGregor, jetzt im Kampf gegen Nate Diaz. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Leichtgewichtskampf geht. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Bergliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from Madison Square Garden in New York City, it's time! All round in the UFC lightweight division, introducing us, fighting out of the blue corner. This man is a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 20 wins, 11 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 155 pounds. Body out of Stockton, California, he is an Ultimate Fighter season winner, Nate Diaz! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 20 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! All right, commit to the rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. A nice, clean, safe fight. Touch gloves, match your corners, come out fighting. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Conor McGregor, Nate Diaz. So, los geht's. Der linke Kick von Conor McGregor ist natürlich immer gefährlich. Ja, da muss man als Gegner aufpassen. Wenn er diese linken Kicks landet, dann wird es einfach gefährlich. Oh, der Headkick landet im Ziel. Na, gute Deckungsarbeit. Der Punch scheitert. Ja, guter Haken. Tolle Treffer. Starker Angriff zum Kopf. Ja, er trifft ihn. Ja, schöne, schöne Kombination.
zu Boden. Er geht in die Vollgas. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Jetzt wechselt er in die Vollgas. Oh, eine heftige Hämmerfest. Schöner Ellbogentreffer. Super gemacht. Da ist der Sweep. Er setzt zu einer Submission an. Ja, er befreit seinen Arm. Ja, was für ein fabelhaftes Spiel. Er ist in der Vollgas. Und er steht wieder. Da ist der schöne Leckig. Kein schlechter Versuch, aber er bleibt auf den Beinen. Ja, guter Kniestoß. Er trifft mit der linken. Gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Der Körpertreffer mit dieser Gabel. Ja, das sind tolle Punches, die er da zeigt. Und da ist der Takedown. Und da setzt er die Submission an. Er wehrt den Omoplata ab. Oh, schön gekontert und direkt in die Hafka. Das war eine Runde voller Höhepunkte. Brittany Palmer macht uns bereit für Runde 2. Okay, ready? Count two. You ready? Ab in Runde 2. Ja, der Inside-Leckie kommt an. Ja, der Jab trifft. McGregor hat eine Verletzung am rechten Auge. Es schwillt zu. Der Punch sitzt. Der Punch zum Kopf kommt nicht an. Starke Abwehr. Ja, schöner Jab. Doch voll auf den Körper. Oh ja, starker Konter mit dem Uppercut nach diesem Block. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Guter Inside-Leg-Kick. Starker Haken. Oh, schöner Ball. Gute Abwehr gegen den Griff, stark gemacht. Wir sind jetzt im Over-Under. Ach ja, er wechselt in den Rücken seines Gegners. Jetzt geht es darum, die Kontrolle über den Clinch zu erlangen. Und da verpasst er ihm einen Haken. Starker Kniestoß zum Körper, sehr gut gemacht. Treffer mit dem linken Haken. Und jetzt hat er ihn im Thai-Clinch. Der Clinch ist vorbei. Ja, schöner Kick. Toller Punch. Da ist der Treffer. Oh ja, was für ein Block. Ja, starke Rechte. Ja, gute Arbeit mit dem Kick. Diaz hat eine Prellung links am Oberkörper. Ja, Treffer. Da kam der linke Punch.
Da kommt der rechte Pan. Schade. Ja, starker Kniestoß zum Kopf. Und da geht er zu Boden. Er arbeitet aus der Vollgas. Schlag zum Körper. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. McGregor setzt zu einem Choke an. Er schafft es, sich zu befreien. Jetzt geht er in die North-South. Damit ist die zweite Runde zu Ende. Schauen wir uns noch mal einige Szenen aus dieser Runde an. Ja, da gab es doch einiges zu sehen. Im Madison Square Garden in New York City, die hübsche Ariane Celeste. Heute. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Wir haben in der letzten Runde einige ziemlich gute Ansätze gesehen. So kann es jetzt weitergehen. Von mir aus gern. Sie haben gezeigt, was Sie können, und darauf sollten wir aufbauen. Er kombiniert hier schön seine Techniken. Da hat es der Gegner natürlich schwer. Ja, der Dirk kommt. Und daneben. Oh, schöner Punch. Oh, 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 der Cut ist schlimmer geworden. Werfen wir einen Blick auf die insgesamt erzielten Treffer. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh, schöner Takedown. Oh ja, er hat ihn in der Submission. Das war gut verteidigt, denn kommt aus der Triangle. Starker Übergang in die Fullmount. Starke Befreiung aus der Fullmount. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Er setzt zu einem Choker. Nate Diaz versucht es da jetzt mit der Submission. Jetzt kann es. Er befreit sich aus dem Choke. Er wechselt in die Fullgas. Da ist die Halfgas. Wechsel der Positionen. Was für ein toller Sweep. Ja, Pass in die Fullgas. Was für ein toller Sweep. Und er ist wieder in der Halfgas. Er ist wieder in der Fullgas. Ja, oh, oh, ja, ja. Er ist wieder auf den Beinen. Nein, dieser Punch kommt nicht durch. Oh, 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 das Auge ist inzwischen ziemlich zugeschwollen. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Oh ja, guter Legkick. Die linke geht daneben. Beide wollen es jetzt wissen. Was für ein zäher Bursche, der Nate Diaz. Ja, klasse Aktion. Er steckt diesen Kopftreffer hier einfach weg. Wirklich beeindruckend, was für unfassbare Nehmer. Linker Punch und Treffer. Schön. Er geht in die Fullgas. Der hat gesessen. Da war der linke Punch. Er wollte in die Fullmount wechseln, aber ohne Erfolg. Das war die dritte Runde in diesem Titelkampf.
eine sehr interessante Runde. Big breath. Slow that heart rate down. Everything you're throwing is working, okay? Everything. Let's stay heavy on those kicks. He has no answer for... Ah, da haben wir die entzückende Ariane Celeste. Wir kommen jetzt in die vierte und vorletzte Runde. Oh ja, da ist die Kombination. Oh, was für ein Kick. Klasse, diese Gerade. Gutes Timing. Er fängt sich eine rechte Gerade ein. Ja, die Gerade passt. Oh, schöner Takedown. Er ist in der Side Control. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Der Treffer mit dem Knie. Und da ist der Double Underhook. Er versucht, in seinen Rücken zu kommen. Schöner Kniestoß zum Bein. Mal sehen, wer von ihnen sich jetzt in die bessere Position bringt. Diaz blockt diesen Schlag zum Körper. Sehr guter Jab. Ah, seine Prellung am Oberschenkel wird schlimmer, da wird er morgen kaum laufen können. Ja, er vermeidet den Takedown. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Schöner Schlagabtausch. Er landet immer wieder tolle Treffer, kombiniert schön seine Techniken. Na, starke Verteidigung gegen den Clinch. Conor McGregor wird jetzt angefeuert. Schafft den Single-Leg-Takedown. Er rettet sich aus der Full-Mount. Guter Hüfteinsatz. Er richtet sich auf. Das sieht gut aus. Tolle Bewegungen auf dem Boden. Holt sich hier mit dem Sweep die Half-Guard. McGregor ist wieder in der Half-Guard. Und zurück in die Full-Guard. Diaz versucht einen Submission-Ansatz am Arm. Er hat die Armbar, er hat den Arm fixiert. Oh, das könnte jetzt das Ende sein. Er ist draußen, unglaublich bei dieser Armbar. Ich war mir sicher, dass er abklopfen muss. Er nutzt die Side Control. Kann er die Half Guard nutzen? Er schafft es in die Full Mount. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Oh, vier Runden haben sie geschafft. In der Wiederholung können wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal ansehen. Aus dieser Perspektive wird klar, warum die Submission nicht funktioniert hat. Die hübsche Ariane Celeste kündigt hier Runde 5 an. Es ist soweit, die fünfte und letzte Runde. Weg zum Kopf und da ist der Treffer. Oh, die gerade sitzt. Ja, der Kick landet genau am Kopf. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Er trifft ihn mit der Linken. Der Jab kommt an. Oh ja, gute Angriffe. Gute gerade. Gute Kombination, sehr gut.
Oh, voll auf den Körper. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Starker Punch. Sehr gute Angriffe hier. Ja, das ist der Takedown. Er kämpft aus der Side Control. Ah, er hat ihn in der Reverse Triangle. Er befreit sich aus der Reverse Triangle. Oh, diese Prellung am Oberkörper sieht gar nicht gut aus. Oh, eine heftige Linke. Und zurück in die Side Control. Er kontrolliert ihn von der Seite. Diaz wechselt wieder in die Side Control. Er geht in die North-South. Er ist in der Half-Guard. Ihnen bleiben noch weniger als 2 Minuten. Ja, da geht er gezielt auf den Kopf. Gut gemacht. Guter Sweep hier. Starker Konter, er kommt in die Fullguard. Er kommt wieder auf die Beine. Ja, oh, starker Jab. Schön gekontert. Körpertreffer jetzt mit dem Kick. Ja, das macht er gut. Schöner Uppercut. Gut, hat er. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Schöne Kombination. Er versucht den Single-Leg-Takedown, aber ohne Erfolg. Er schützt seinen Körper, den Schlag hat er gut geblockt. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Das macht er sehr gut mit seinen Punches. Oh. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Wow, der Kick zum Kopf schickt ihn zu Boden. Die letzten 10 Sekunden in der finalen Runde. Jetzt wechselt er in die Full Guard. Dieser unglaubliche Kampf ist vorbei. Jetzt entscheiden die Punktrichter. Schauen wir uns die Wiederholung an. So, die Kampfrichter haben sich entschieden. Hier kommt Bruce Buffer mit der Verkündung der Entscheidung. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 48-47. Clearing the winner by unanimous decision, Nate Diaz! Nate Diaz! Gewinnt hier durch einstimmige Entscheidung.